Hey Leute, guten Mittag und herzlich willkommen zum weiteren Alkoholtest auf dem Kanal. Ja, ein Großteil von euch, vor allem die auf Gesundheit stehen oder wegen Gesundheit hier sind, wir können jetzt erstmal abschalten. Es ist ein Produkt, was nichts mit Gesundheit zu tun hat. Eher einfach so mit genüsslicher Freizeit, so kann man es umschreiben. Ich trinke grundsätzlich keinen Alkohol, also beziehungsweise als ich gesund war, habe ich keinen Alkohol getrunken. Jetzt durch meine Krankheit, weil es einfach ab und zu die Krankheit leichter macht, das ist eine schlechte Ausrede, aber es ist eine. Trinke es ab und zu, wenn überhaupt nur Freitag und Samstag, und dann auch probiere ich so gut wie möglich entweder auf Bier oder Rotwein zu setzen, was ja sogar in vielen Studien als halbwegs, nicht gesund, das wäre das falsche Wort, aber als, ja, in Maßen sogar doch als gesundheitsfördernd bisschen eingestuft wird. Also alles andere nicht, aber wir schauen uns heute was von diesem anderen an, nämlich heute den Graefs Mini Mix King of Minis. Bam! Ja, da werden wir uns auch die einzelnen Dinge noch irgendwann anschauen und so, aber jetzt habe ich mir gedacht, komm, diesen Mini Mix mal. Passend zur Nicht-Karnevalzeit. Früher habe ich sowas oft getrunken auf Feiern oder so, aber jetzt seit schon Jahren bin ich da auf jeden Fall ziemlich raus. Ich probiere das Ganze trotzdem mal und wir schauen uns das Ganze an. Erstmal zur Verpackung, Design ist cool. Ich stelle mir vor, ne, man ist so ein bisschen jünger, so zwischen, ich glaube, die sind ab 16, die Dinge, sogar vielleicht ab 18. Auf jeden Fall ein bisschen jünger. Denkt sich so, ey, cool, entweder zum Vorgehen oder eben zur Feier mitbringen oder sowas. Ein cooles Pack mit 8 Stück. 1 bis 2 Personen können da ein bisschen vorglühen, eben 2 Personen am besten. Das sind die Graefs Minimix, 8 leckere Liköre. Also es sind Liköre, wir sehen hier oben schon Pflaume, Waldi, also Waldmeister, Redberry, klingt auf jeden Fall schon mal ganz lecker. Hier sehen wir auch durch so ein kleines Sichtfenster, was drin ist. Hashtag volle Krönung, 8x20 Milliliter, also krass, 160 Milliliter sind trotzdem drin, ne? Hier haben wir einen kleinen Text, probier mich mal. Der bunte Minimix eignet sich perfekt für Partys, zum Verschenken oder einfach zum Genießen. Eben, wie ich ungefähr gesagt habe. Und ja, King of Mini Minimix Likör, 8x20, 16-20% Alkohol haben wir drinnen. Einzelne Sorten enthalten Farbstoff, ne? Hätte man jetzt kaum gedacht. Und hergestellt bzw. vertrieben von der Destillerie Dr. Rauch GmbH in Markt Rettwitz in Deutschland. Schöne Grüße an alle aus Markt Rettwitz. So, weitere Infos unter www.graefs.de. Auf Insta und Facebook findet ihr da auch mehr. Was wir für den Umweltschutz tun, unsere Kartons werden aus 100% Altpapier hergestellt. Ist okay, ist nice. Was sie für den Umweltschutz tun können, werfen sie die leeren Fläschchen in Glascontainer, damit sorgen sie für eine 100%ige Wiederaufbereitung. Auch nice. Mache ich auch, wenn überhaupt, dann schmeißen sie natürlich in Glas. So Leute, so viel zur Verpackung. Ja. Gesundheitsnote. Wir haben natürlich keine Nährwerte oder so drauf. Wir haben 16-20% Alkohol, ist zu viel. Oder was heißt, ist zu viel, ist in dem Umstand, dass das ein Süßgetränk mit Farbstoffen und sowas ist, ist ungesund, ist zu viel. Ja, Gesundheitsnote gebe ich hier eine 5+. Auf jeden Fall, ne, sollte man das nicht zu sich nehmen. Auch nicht mal in Maßen solche Getränke, so Süßlikörsachen und sowas. Wenn ihr was für die Gesundheit zumindest tun wollt. Aber bei sowas geht es ja auch auf den Geschmack. Deshalb machen wir das Ganze auf. Wir haben von allen, glaube ich, 2. Genau. Oh, jetzt ist da noch so ein komischer Karton. Na gut, wie kriege ich jetzt diesen... So, genau, den können wir gleich wegschmeißen. Und dann haben wir hier einmal den guten Waldi, dann den Red Berry, den Sex on the Beach und die fränkische Pflaume. So, ich bin gespannt, Leute. Zack, zack, zack. Den Rest stellen wir mal nebenan. Ich probiere jetzt natürlich nicht alle so auf Ex, so wie man es eigentlich macht, aber ich probiere mal kurz von jedem ein Schlückchen. Also einmal den Waldi. Aufs Wohl, Leute. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die findet, würde mich interessieren. Also Alkohol am Mittag war. Aber unabhängig vom Alkohol, angenehmer Geschmack, auf jeden Fall. Kann ich mir gut zum Feiern vorstellen. Geht gut runter, wenn man eben so in diesem Alkoholmodus ist, dass man jetzt was trinken will. Und der Waldmeister-Geschmack ist angenehm. Das ist schon mal soweit okay. Aber der Alkoholgeschmack, den kann ich zu der Zeit jetzt gar nicht gebrauchen. Okay, Leute, aufs Wohl. Red Berry haben wir jetzt. Bam. Schreibt auch gerne euren Lieblings rein, würde mich interessieren. Geht, finde ich, noch besser runter als der Waldi und der Bärengeschmack auch sehr angenehm. Natürlich sehr süß, ich denke mal künstlich alles, aber auf jeden Fall lecker. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Dann haben wir Sex on the Beach. Checken wir mal da die Lage ab. Angenehmer Sex on the Beach Geschmack, aber auch, kann man schon machen. Aber... Also Favoritenreihe würde ich bisher Platz 1 Red Berry, Platz 2 Waldi und Platz 3 Sex on the Beach.
Und jetzt kommt die fränkische Pflaume. Da bin ich ja mal auch gespannt. Schöne Grüße aus Franken, nach Franken und aus Franken. Ist gut. Also wer Pflaumen mag, der wird das, denke ich, sehr mögen. Ist jetzt nicht so mein. So würde ich es ungefähr bewerten. Red Berry, Waldi, Sex on the Beach und Pflaume. Für Alkohol, ne? Ich muss natürlich für Alkohol, also insgesamt, ich weiß nicht, wem Alkohol schmeckt, ich denke den wenigsten. Aber für Alkohol gebe ich hier als Geschmacksnote eine. So Insgesamtnote, für Alkohol. Ich gebe eine 2 plus. Der Alkoholgehalt ist da, man schmeckt ihn. Aber es geht relativ gut runter. Vor allem für jüngere Leute wird es, denke ich, kein Problem sein. Oder Leute, die öfters Alkohol trinken. Die Zusatzgeschmäcker sind angenehm, sehr künstlich, sehr süß, aber angenehm. Und deshalb 2 plus ist, finde ich, denke ich, fair. Also Gesundheitsnote 5 plus, Geschmacksnote 2 plus. Schreibt gerne in die Kommentare, wie die Gräfs Minimix findet. Und ansonsten war es das heute zum Mittag mit dem Alkoholtest. Und heute Nachmittag, heute Abend schauen wir uns wieder was Besseres an. Ich wünsche euch was, immer shapy bleiben, immer schön gesund bleiben und bis heute Abend. Ciao, ciao. Thank you.